Willkommen zurück. Genau. So, nächsten fünf Spiele. Was haben wir denn hier? Doch kein Rock'n'Roll. Steel Bleaches. Bleaches? Wie schreibt sich denn Bleaches? P-L-E-C-H-A-S-E. Bleach. Nie gehört das Wort. Irgendwas mit Stahl. Ride your horse against up to three other friends in racing a hurdle game. Aha. Reiten also ein Pferd. Über Bayern. Genau, danke, das meinte ich. Aha, man kann es auch mit Pedalen spielen. Was haben die nur mit ihren Pedalen? Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja schön, dass sie Pedale quasi als Rennspielsteuerung einführen und erfinden. Aber, war das wirklich damals wirklich so die meist dazu gekaufte Controller-Erweiterung? Wahrscheinlich ist das die Generation, die heutzutage dann World of Warcraft mit dem Lenkrad spielt. Also. Da. Das ist der unglaubliche Mosch, aber ob ich jetzt nicht gewinnt das. Vorsicht! Teure Turnierpferde! Ach so, na dann bremse ich natürlich dazu. Wären sie jetzt nur billige Klepper, ja, da wäre ich eingerast. Echt interessant, was man so aus dem Kugelsuch rausholt. Klack. Lagerfeuer. Das Pferd kommt so mit Beinen im Gips an und sagt, hey, schreib mir was auf den Gips. Oder mal mir was Schönes drauf. Oder schreib und mal mir was Schönes drauf. Und er denkt sich so, deshalb erschießt man die also. So, Platz 2 nur erreicht. Boah, das Pferdrennen. Die Wetteinsätze sind unterwältigend. Auf den zweiten wird halt nicht gewettet. Mit Feuerknopf springst du noch, wa? Sonst hätte ich gesagt. Aber ein Trupp mit der Reitgatte, aber. Scheint wohl nicht implementiert zu sein. Und verkackt. Komplett verkackt. So viel dazu. Stellar Trek. Destroy all alien minions before time and energy runs out of the classic game of strategy. Aha. Strategy. Zerstöre alle Aliens, bevor dir die Energie ausgeht. Die Alien-Bedrohung. So wie das mal sagt. Bla, Kommunikation, Screen, okay. Nuschel. Kapisch? Ja, ein bisschen schnell hier. 36 Quadranten, 64 Sektoren, rot sind Aliens, grau sind Weltraumbasen, grün ist nix. Das muss ja scheiße aussehen. Das grüne Weltall, wa? Wer kommt auf solche Farben? Ich meine, die für Aliens und Basen kann ich ja noch so einsehen. Vor allem die Leute, die rot-grün blind sind, die haben jetzt hier richtig Spaß zwischen nichts und Aliens, können sie mal raten. Genau, das grüne Weltall. Das ist aber auch furchtbar, dieses grüne Leuchten nachts immer.
Na dann. Press Start to start the game. Wag ich mal zu rezitieren. Feuer. 400. Ja, 400. Sektor 1.4, 51. Ist nur Text hier, ne? Also. Ja, mehr passiert da auch nicht mehr. Der Urvater der Strategiespiele hat sich zum Glück nicht durchgesetzt. Da war Master of Orion 1 schon ein echter Riesenfortschritt. Hier gibt's kein Grün, hier gibt's kein Rot. Was soll denn das? Aha! Ist er vielleicht rot-grün blind? Du weißt es noch nicht? Nee, ich sehe, der Hintergrund ist komplett rot. Und dann gibt's hier 8 Linien und da sind komische Dinger in Gelb eingezeichnet. Einmal Sternenbasen und einmal Raumschiffe. Hat jemand das falsche Handbuch angefügt? Schwierig. Wahrscheinlich nur so eine Art Weltall-Schach, aber nichts genaues weiß man nicht. Ja. Wer auf sowas steht, ich nicht. Street Racer, schon eher mein Ding. Mal sehen, was hier grauenvolles um mir angeboten wird. Street Racers beinhaltet ein Autorennen, ein Slalom-Ski und Jet-Shooting. Aha. Number Crushing and Scope Ball Games. Aha. Was für ein Schwachsinn. Nummern drücken? Scope Ball? Hä? Oh, diese Schmerzen. Music Play Mode activated. Naja. Was haben wir hier? Achso, das ist für mehr Spieler. Ah. Das ist also Jetski. Gucken wir mal.
Vorsicht, sonst erwischt dich der Hai. Du weißt, Jetskier sind Haifutter. Quasi noch schlimmer. Okay. Muss man nicht einem Objekt ausweichen, hier muss man die Lücke treffen. Aha. Ja, das ist schlimmer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist das gleiche, nur mit Hubschraubern. Naja. Hä? Zahlen? Number Crushing. So. Vielleicht mit Zahlen aus. Wow. Hier weißt du Zahlen aus. Pi. Blöcken. Und wir sind einmal durch. Mhm. Na gut. Submarine Commander. Yeah. Das muss das Boot abkönnen. Wir steuern ein Submarine, ein Unterseeboot und haben Torpedos. Was sind denn Gauges? Gorges? Ventile? Hm. Ah, Rohre. Temperaturventilrohre. Temperature Gorge. Ach nee, das ist dann die Anzeige, die Temperature Gorge. Ah, okay. Das ist so diese Drehanzeige. Ein Periskop haben wir ja auch. Spitze, die Jungs. Einfach spitze. Solange es keine Sackratten gibt. Mhm. Ja. Na, das kann ja lustig werden. So, ja, komm hier. Thank you.
Ja, das Schiff versenken hier halt nicht. Ach so. Aber naja, das ist ein bisschen mehr, also. Stimmt, das Original hieß ja Battleship. Wie er vor diesem Sexton Film genannt hat. Nach zwei Treffern ist so ein Schiff immer Matsch. Einfach toll, Herr Kalon. Aber immerhin mal ein Spiel, was leidlich funktioniert. Das Boot. Das Brot. Zeit ab. Mhm. 350 Punkte. Nicht schlecht. Nein. Also funktioniert ein Spieler. Super Baseball, yeah. Baseball halt, ne? Nächstes. Ja. Bla bla bla, Pitch, bla, langweilig. Aber vergleichsweise für die Musik. Ich weiß schon. Natürlich. A real sports, baseball, what a super baseball. Oder umgedreht, so genau weiß man das nicht. Ja, doch sehr langes Spiel. Mhm. Toll. So, haben wir die nächste Runde auch schon wieder geschafft. Das geht nicht. Aber hier zügig. Ja, denn ihr seht ja, welcher als nächstes dran kommt. Bleibt also dran. Vielleicht werdet ihr etwas besser. Ich bin selber mal gespannt. Aber out of hope. Gleich. Aber macht euch nicht zu viel Hoffnung.